Für die Personen, die sich als Buddhisten verstehen oder für den Buddhismus interessieren, habe ich heute ein Thema ausgewählt, das da heißt, ist Zen die Quintessenz des Buddhismus? Nun, wir haben damit gleich zwei große Probleme, denn wir müssen das Zen definieren und wir müssen den Buddhismus definieren und beides ist nicht gleich einfach. Erstens, der Buddhismus existiert als solche nicht, denn es gibt zahlreiche Schulen, Linien und Richtungen und der historische Kyamuni Buddha hat nichts Schriftliches hinterlassen. Mehr noch, die ersten schriftlichen Aufzeichnungen der sogenannten buddhistischen Lehre datieren mindestens 300 Jahre nach dem Tod des historischen Shakyamuni Buddha. Und das bedeutet, dass wir fast 300 Jahre stille Post haben, egal wie schön wir uns das reden. Deswegen ist nicht einfach von dem Buddhismus zu sprechen. Trotzdem ist es möglich, ein paar Hauptpunkte zu benennen, die fast durch alle Linien und durch alle Schulen immer noch zum Vorschein kommen. Der allerwichtigste der Punkte ist, und so die Einsicht von Shakyamuni Buddha, dass es nichts, absolut nichts gibt, was aus sich heraus existiert, Bestand hat oder über eine Substanz verfügen würde. Dieses ist festzustellen oder ist niedergeschrieben in einem der berühmtesten ursprünglichen Sutras, dem sogenannten Anatta Sutra, kein Selbst-Sutra. Das ist eine der Hauptlehren. Wenn das, ich sage jetzt mal in der Kürze, die Hauptlehre des Buddhismus überhaupt ist, dass es nichts gibt, was aus sich heraus Bestand hätte, so ist alles den Umständen geschuldet. Deswegen auch der zweite Hauptpunkt der sogenannten buddhistischen Lehre, der darin besteht, dass alles, absolut alles, nur sich dem bedingten Entstehen verdankt. Wir würden sagen, alles ist den Umständen nach entsprechend jetzt so, weil die Umstände so sind, wie sie sind und nicht an sich. Was hat das mit dem Zen zu tun? Das Zen will und wird diesem dadurch gerecht, dass die Haltung des Zen genau darin besteht, das zu verkörpern, was jetzt im Augenblick da ist und genau so, wie es da ist. Das heißt, dass das Zen ist keine intellektuelle Lehre, keine großartige Philosophie, auch keine Metaphysik oder sonst irgendetwas, sondern es ist die unmittelbare Verkörperung von dem, was ist. Als unmittelbare Verkörperung von dem, was ist, fügt das Zen dem, was ist, nichts hinzu, nimmt ihm auch nichts weg. Deswegen besteht die sogenannte Übung nicht in dem, was wir normalerweise unter Übung verstehen, also ich kann was nicht und dann übe ich und dann habe ich es erreicht, sondern die Übung besteht gerade in dem, was jetzt schon sowieso ist. Warum ist das so mühsam oder warum dauert das so lange? Nun, weil wir uns gegen das, was ist, des Öfteren wehren oder was anderes haben möchten. Und damit produzieren wir neue Ziele und richten auch das Zazen wieder auf irgendwelche sogenannten externen Ziele aus, die da auch sich edel nennen, wie Erleuchtung oder ähnliches mehr, und versuchen dann etwas zu erreichen, als gäbe es ein Etwas unabhängig von den jetzt stattfindenden Zuständen und Umständen. So gesehen, ohne eingebildet zu werden, kann durchaus behauptet werden, dass das Zen die Quintessenz des Buddhismus darstellt. Aber so gesehen gibt es viele Personen in zahlreichen Schulen und Linien, die das genauso sehen, praktizieren, leben und erleben.